So, Fred, das war ja gerade noch mal knapp mit der Schule. Wir haben uns gut an der Seite vorbeigeschlichen. Aber jetzt wird's ernst für dich. Ich will wissen, ob ich dir vertrauen kann oder nicht. Sag mir, was soll ich machen? Ich mach alles, dass du mir wieder vertraust. Als erstes nimmst du mal jetzt die hier. Was soll ich denn damit? Du wirst jetzt gleich diese Polizistin da drüben überfallen. Du wirst ihr ihren Segway klauen und dann verschwinden. Und wenn sie dich versucht zu verhaften, dann schießt du auf sie. Haben wir uns verstanden? Was? Ich soll dir auf die Polizistin schießen? Fred, ich glaube, ich kann dir nicht vertrauen. Gib mir die Waffe wieder. Okay, ich werde das machen. Du kannst dich auf mich verlassen. Dann wollen wir mal. In der Zeit, wo du mit der Polizistin beschäftigt bist, werde ich kurz in die Postfiliale gehen. Da drinne arbeitet eine Frau, die mir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich muss nochmal mit ihr reden. Wen meinst du da drin? Die Blondine? Ja, genau. Ich habe damals bei dem Überfall, den wir vorgetäuscht hatten, da habe ich mit ihr gesprochen und ich will heute nochmal mit ihr reden. Und jetzt kümmere dich um die Polizistin. Und dann komme ich raus und wir verschwinden von hier, bevor die Polizei kommt. Einverstanden? Okay, und wo treffen wir uns? Am Wald. Alles klar, dann bis später. Hey, sieh da, runter von dem Fahrzeug! Was wollen Sie denn jetzt von mir? Los, ich sag's nicht nochmal, runter von dem Fahrzeug. Bitte machen Sie einfach das, was ich Ihnen sage. Fred, und denk dran, wenn sie nicht das macht, was du ihr sagst, dann schieß einfach auf sie. Ha, dann haben wir uns dem Problem leicht erledigt. Sie haben's gehört, los jetzt, runter da oder ich schieß auf sie. Okay, ich komme ja schon runter, aber bitte nicht auf mich schießen. Sie wissen aber schon, dass das, was Sie gerade machen, eine schwere Straftat ist, oder? Das ist mir egal, ich muss es machen. Und jetzt geben Sie mir Ihre Pistole. Los! Das können Sie vergessen. Eine letzte Warnung noch. Her mit der Pistole oder ich muss schießen. Oh Gott, sie meint's ja wirklich ernst. Ich gebe ihnen ja schon die Pistole. Und jetzt setzen Sie sich da drüben an die Wand. Na los, und dann verschwinde ich von hier. Los jetzt! Ich mach ja schon. Wie kann man denn nur so bösartig sein? Ich bin eigentlich gar nicht so böse, aber ich muss das machen. Es tut mir leid. Ja, das glaube ich Ihnen nicht. Okay, ich bin jetzt fertig. Wie sieht's bei dir da drinnen aus? Oh Gott, bitte nicht. Ich habe doch wirklich nichts getan. Was ist denn los, Anna? Warum haben Sie denn auf einmal so Angst vor mir, Frau Bergmann? Ach so, weil ich gesagt habe, dass ich mich noch an Ihnen rächen werde. Ach Quatsch, da brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen. Wie geht's Ihnen denn? Beziehungsweise, wie geht's denn dir? Wir waren ja schon bei dem Perdu. Mach die Hände doch runter. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich werde hier nichts machen. Eigentlich geht es mir so gut soweit. Danke, aber wieso bist du denn jetzt hier nochmal aufgetaucht? Ich wollte dich einfach nochmal wiedersehen. Du bist mir einfach nicht aus dem Kopf gegangen. Wie sieht's denn aus? Ich kann dir ein viel besseres Leben bieten als dein Freund. Der ist ja nur Polizist. Ich bin schwerer Verbrecher. Ich habe so viel Geld. Bitte, komm einfach mit mir und dann wird alles gut werden. Nein, ich bin doch verheiratet. Ich kann doch jetzt nicht einfach mit dir kommen. Ach, Anna, du machst es uns beiden nicht leicht. Na gut, überleg's dir. Ich werde nochmal vorbeikommen. Dann kannst du mir deine Antwort ja mitteilen. Okay, aber ich bin eigentlich schon davon überzeugt, dass ich nicht mit dir mitgehen werde. Polizeizentrale? Kommen Sie schnell zur Poststation. Hier ist der schwere Verbrecher, der uns damals auch überfallen hat. Und... Leg das Telefon weg. Sofort. Oh Gott, ich muss auflegen. Was ist denn los? Ich wollte Sie gar nicht verpetzen. Das hättest du dir früher überlegen sollen. Aufstehen. Bitte, tu ihm nichts. Er wollte uns doch nur schützen. Anna, bist du dir sicher, dass ich ihn verschonen soll? Ja, wirklich. Oh Mann, da haben sie echt nochmal Glück gehabt. Wäre die Anna nicht hier, dann wäre das Ganze jetzt für sie vorbei gewesen. Naja, Anna, ich komme nochmal wieder, überleg's dir. Los jetzt, wir verschwinden. Na endlich kommst du, es wird auch Zeit, wir müssen weg hier. Ich habe schon eine Sirene gehört. Ich bin ja da. Na los, dann verschwinden wir jetzt. Du fährst mit dem Segway und ich renne schnell hinterher. Los drauf und dann nichts wie weg hier. Los, komm jetzt, wir haben keine Zeit mehr. Abmarsch. Oh Mann, und ich dachte, ich hätte das alles hinter mir. Schnell hierhin. Hierhin, wir brauchen Verstärkung. Was ist denn passiert? Was ist denn hier genau los gewesen? Hier war gerade der Mann mit dem roten Pulli, den wir schon die ganze Zeit suchten. Echt? Und war er alleine? Nein, er hatte einen Komplizen dabei. Der hat die Polizistin überfallen. War der Komplize mit einem blauen Pulli und einer grauen Hose angezogen? Ja, genau. Kennen Sie den auch? Und der Mann mit dem roten Pulli, er hätte mich fast erschossen. Was? Wie? Wann? Gerade eben. Er ist in die Poststation reingekommen, hat sich mit Anna unterhalten und ich habe währenddessen die Polizei angerufen und er hat mich erwischt und er wollte auf mich schießen, aber Anna konnte ihn davon abbringen. Okay, puh, da haben sie ja echt nochmal Glück gehabt. Und wo sind die zwei jetzt hin? Die sind in diese Richtung hier abgehauen.
Okay, dann werden wir gleich die Verfolgung aufnehmen. Ich muss kurz nur vorher nochmal mit Anna sprechen. Anna, komm gerade mal bitte noch mit. Wo sind denn jetzt die ganzen anderen Einheiten? Wir brauchen doch noch Unterstützung. Ja, die sind schon verständigt. Die machen sich auf den Weg. Super, also nehmen wir die zwei heute fest? Ja, bestimmt. Das kriegen wir heute hin. Robin, wie weit bist du? Ich brauch noch kurz. Anna, geht's dir gut? Ja, Robin, so weit geht's mir eigentlich ganz gut. Okay, du hast gesehen, wer der zweite Mann war, oder? Ja, das war Fred. Was macht der denn da? Das darfst du deinem Kollegen auf keinen Fall erzählen. Fred arbeitet im Moment für uns. Er ist ein geheimer Agent, der uns ganz, ganz wichtige Informationen geben will. Er ist auf der Suche nach dem Schlüssel. Du weißt ja, von was ich spreche. Echt? Seid ihr so nah dran? Ja, es kann nicht mehr allzu lange dauern und Fred musste wahrscheinlich heute die Polizistin überfallen, um das Vertrauen des schlimmen Verbrechers wieder zurückzuerlangen. Ach so, okay. Du wirkst so geschockt. Ist irgendwas mit dem Verbrecher passiert? Nein, da ist nichts passiert. Er verhält sich nur immer ziemlich komisch bei mir. Da ist er so freundlich. Fall bloß nicht auf den rein. Der will dir bestimmt noch irgendwas andrehen oder der will dich noch irgendwo mit reinziehen. Ich glaube, es wäre jetzt besser, wenn du zu Hause bleibst. Bleib du doch zu Hause. Deine Mutter muss sich heute schon wieder um Luna und Luca kümmern. Das könntest auch mal du machen. Du weißt doch aber, dass ich den Verbrecher... Nix da. Du hast gesagt, du kümmerst dich wieder mehr um die Familie. Okay, ich werde mich wieder mehr kümmern. Oh Mann, okay, du hast recht. Wir machen uns gleich wieder auf den Weg, dann fahre ich gleich nach Hause. Ich versuche mir den restlichen Tag freizunehmen. Das wäre auch besser, denn ich gehe jetzt weiterarbeiten. Oh Mann, ist die drauf. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist mit diesem Verbrecher und ihr. Da muss ich vielleicht auch mal noch ein Auge drauf werfen. Oh Mann. Also ich wäre jetzt wieder bereit. Wir können weiterfahren. Wir können jetzt mal den geheimen Agenten kontaktieren. Du weißt ja, von wem ich spreche. Ich komm gleich. Also wir werden uns jetzt wieder darum kümmern, dass du deinen Segway zurückbekommst. Wir werden den schon stellen und natürlich deine Pistole auch. Und dann melden wir uns wieder bei dir. Alles klar. Hoffentlich passiert euch nichts. Ach Quatsch, da wird schon nichts passieren. Dann noch einen schönen Tag und wenn ihr sie wieder seht, dann ruft uns wieder einfach an, ne? Das machen wir. Ich laufe jetzt erstmal per Fußstreife. Alles klar, perfekt. Oh Mann, was war denn da mit Anna los? Die ist ja ins Geschäft gebraust. Ich weiß nicht, was mit der im Moment nicht stimmt. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Naja, da kümmere ich mich mal wann anderes drum. Wir müssen auf jeden Fall Fred kontaktieren. Das geht nicht, dass er so gefährliche Aktionen startet, ohne die vorher mit uns abzusprechen. Da hast du recht. Hoffen wir aber mal, dass er jetzt das Vertrauen des Verbrechers zurückgewonnen hat. Das denke ich schon. Bei so einer Aktion, da muss man ja wohl das Vertrauen zurückgewinnen. Na gut, dann wollen wir mal Fred kontaktieren. Aber hoffentlich stören wir ihn nicht gerade, falls er mit dem Verbrecher spricht. Okay, dann warten wir lieber mal noch kurz. So. Du bist echt ein knallharter Typ, das hätte ich gar nicht von dir gedacht. Aber super, ich kann dir wieder zu 100% vertrauen. Ich hoffe es doch mal. Du hast ja gesehen, ich habe fast die Polizistin abgeschossen. Das war wirklich knapp, aber sie hat mich wirklich provoziert und du siehst da kenne ich keine Gnade. Sehr gut. Also bist du wirklich ein vertrauenswürdiger Mann. Also, dann weihe ich dich jetzt weiter in unseren Plan ein. Ich habe dem geheimnisvollen Dritten ja gesagt, er soll gegen den Himmel schauen, richtig? Ja, genau. Und auf was soll er da achten? Ha, das wird eine Mega-Überraschung. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden eine Drohne reinschicken, die den Verbrechern ganz viele Waffen abwirft, oder wir werden ihn mit dem Hubschrauber befreien. Eine von diesen Möglichkeiten steht zur Wahl. Vielleicht kommt auch noch was anderes dazu. Das ist noch in Planung, aber ich kann es dir noch nicht genau sagen. Aber das wird auf jeden Fall eine super Überraschung für die Polizei. Damit werden die niemals rechnen. Du bist sehr vertrauenswürdig. Ich würde sagen, das Segway lassen wir hier stehen. Das brauchen wir eh nicht mehr. Ich werde mich jetzt mit der letzten Planung befassen und dann versuchen wir den Ausbruch so schnell wie möglich zu starten. Ich melde mich wieder bei dir. Super Arbeit geleistet heute. Vielen Dank. Alles klar, dann melde dich wieder bei mir. Fred, kannst du uns hören? Kannst du sprechen? Einen Moment, Robin, ich hole das Funkgerät. Also Fred, kannst du gerade sprechen? Ja, Robin, ich habe wirklich gute neue Informationen für euch. Okay, Fred, aber im Vorhinein müssen wir dir schon noch was sagen. Das war heute wirklich sehr gefährlich. Du hättest fast auf die Polizistin geschossen. Ach Quatsch, ich hätte niemals geschossen. Eure Kollegin soll einfach das nächste Mal besser aufpassen, dass sie mich nicht provoziert, sonst... Ach... Ich rede ja schon wieder, als wenn ich ein echter Ganove wäre. Verdammt, ja, ich weiß, ich passe das nächste Mal besser auf. Okay, Fred, sehr gut. Und was hast du für Informationen für mich? Der Ausbruch wird entweder mit einer Drohne, die Waffen abwirft, stattfinden, oder mit einem Hubschrauber, mit dem wir ihn aus dem Gefängnis rausholen wollen. Okay. Oh Mann, das hört sich ja wirklich nicht gut an. Da müssen wir uns gut drauf vorbereiten.
Verdammt, der kommt da hinten schon wieder. Ich melde mich später wieder. Okay, Fred. Mit wem hast du da gesprochen? Das war ein anderer Ganoven-Kollege von mir. Wir planen bald mal wieder eine Bank zu überfallen. Okay, ich habe nicht verstanden, über was ihr geredet habt, aber ich werde es dir mal glauben. Oh Mann, jetzt pass doch endlich auf, dass ich dir vertrauen kann. Ich musste gerade wirklich schon wieder ein bisschen daran zweifeln. Mach dir keine Sorgen. Im Notfall werde ich auch einen Polizisten erledigen und dann kannst du mir wieder vertrauen. Dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Ich melde mich. Und ich mache mich jetzt erstmal wieder auf den Weg zu meiner Mutter. Die musste jetzt lange genug auf meine Kinder aufpassen. Puh, dann entlasten wir die mal wieder und hoffentlich wird das mit Anna auch wieder gut. Das war ja schon wirklich komisch, wie sie reagiert hat. Da muss ich mir echt nochmal Gedanken drüber machen. Aber jetzt nichts wie auf nach Hause. Ich will mich auch mal wieder um Luna und Luca kümmern. Abmarsch!